Moin Moin und herzlich willkommen zurück, mal wieder zu einer neuen Folge von Massamacher. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Autotuning, beziehungsweise bestehen jetzt so Tuning-Teile, die wir dann nachher noch einbauen werden. Und ich bestelle mir jetzt so frei Schnauze nach das, was ich jetzt am schönsten finde. Und das ist einmal fürs Heck, hier für die Heckscheibe. Obwohl, nee, dass ich meinen Alf nehme, nee, das Ding bleibt weg. Aber ich bestelle es trotzdem mit, das kann man hier liegen lassen. Dann kommt die Scheibe mit. Die Lippe brauche ich nicht, die Frittenteige auch nicht zwingend. Nehme ich noch den Spoiler mit. Dann nehme ich die Felgen. Dann nehme ich von hier die Folie. Nee. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist der Drehzahlmesser. Dann das Radio halt, was brauche ich, bestelle es einfach mal mit. Dann Krümmer. Neue Schwungscheibe. Jo. Ich bestelle sie einfach mal mit. Das ist halt jetzt der Vierfachvergaser, das ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Oder die Nitro-Buddel, mir reicht der Vergaser völlig aus. Dann bestellen wir noch das Fahrwerk mit. Die Gurte mit, das Lenkrad mit, die Sitze mit. Die Antennen mit, die Zusatzleuchten mit. Und das war's. So, das ist jetzt so das Zeug, was ich für mein Auto bestelle, also was ich auf jeden Fall fürs Motortuning empfehlen würde. Ist halt hier die komplette Seite und hier der Kühler. Das ist halt besser, oder das braucht man halt überhaupt, um den Motor zu tunen. Na, und den Rest, den ich mir jetzt bestellt habe hier, wie das die Rallye-Sitze und so, das ist halt, ja. Also die Rallye-Sitze, die braucht man halt für, um bei der Rallye teilzunehmen, ne, braucht man halt die drei Sachen hier. Also das Lenkrad nicht, aber die Gurte und die Sitze braucht man dann noch im Überrollkäfig, den wir uns später einbauen lassen. Ja, und dann den restlichen Quark, den, ja gut, das Fahrwerk, das kann man noch mitbestellen, das ist bestimmt kein Fehler. Dann die Antenne brauchen wir jetzt vielleicht nicht zwingend. Aber naja, was soll's. Stellen wir einfach mal, nehmen uns den Brief und schaffen den weg. Ist ja ganz klassisch. Kennen wir ja mittlerweile schon, ne? Breit zu. Fortlehnen. Und ab geht er, der Hans-Peter. So, und nun steht Warten an. Kennt man ja. Mittlerweile. Irgendwie die halbe Zeit des Spiels hier ist Warten. Kalia ja makkaroni, eiköhän sillä pärjää ja... No, se on Teemo täältä kyläkaupalta, terve. Sulla on täällä paketti odottelemassa. Ainakin tähän osoitteeseen... So, das heißt, unsere Pakete sind da. Also, auf zum Shop. So, jetzt haben wir das hier alles rumliegen. Kacke, das krieg ich schon nie alles im Leben in das Auto rein. Scheiße. Das krieg ich denn nie im Leben in das Auto rein. So, nach einem ewigen Hin und Her. Und fast verzweifeln, habe ich die ganzen Pakete doch hier reinbekommen. Liegen zwar alle da auf einem ziemlichen Sauhaufen, aber naja. Also dann fahren wir den ganzen Quark nach Hause und packen dann mal aus, ne? So, der finnische Amazon-Transporter ist nun zu Hause angekommen. Hat anschließend auch schon das Auto gedreht
dass das richtig drin steht und halt, dass man an das an den Auspuff und so dran kann, ne? Das könnte kühler sein. Genau. So, dann haben wir hier unser neues Auspuffrohr. Tasse, Haufen Geschenke. Das Amazon, ist Weihnachten, ein Scheißdreck dagegen. Dann haben wir hier unseren neuen Krümmer. Unseren neuen Vergaser. Ach ne, das ist eine neue Schwungscheibe. Das neue Auspuff. Der neue Endtopf. Ich habe mir auch überlegt, wir werden das heute nie alles einbauen, weil dann wird das Video an sich einfach zu lang. Wir machen da einfach zwei Teile draus. In dem einen Teil kümmern wir uns jetzt halt um das. Um die Motorsachen halt. Halt um das, was halt wirklich Leistung bringt. Und im nächsten Video kümmern wir uns dann halt um Schönheitsarbeiten. Sprich das Lenkrad und was wir hier alles haben. Und hier diese Blaste, Spoiler und so. Das gucken wir uns im nächsten Video alles ein bisschen an. Das wird heute bloß ausgepackt und in die Ecke geräumt. Habe ich gut ausgepackt hier. Was ist denn das? Achso, das wird das Seiten, alles klar. Was haben wir hier? Haben wir neue Felgen? Ich habe eine Ordnung gemacht in der Bude. Das ist echt. Das ist hier. Gut, das kümmern wir uns um nächste Woche. Lenkrad machen wir auch nächste Woche. Heckteil, also hier wieder Plaster, Bomber machen wir genauso nächste Woche. Also sprich, wenn das Video nächste Woche rauskommt, hoffen wir mal. Ist ja auch alles immer eine Zeitfrage, ne? Aber fürs nächste Video gibt es definitiv ein Versprechen. Und zwar habe ich vorhin mein neues Mikrofon bestellt. Das heißt, ab nächster Woche, beziehungsweise wenn das Video nächste Woche rauskommt, also hoffen wir es mal, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich das schaffe bis dahin, wird es auf jeden Fall eine bessere Audioqualität geben. Neues Fahrwerk machen wir genauso nächste Woche. Wir leuchten auch nächste Woche dran. Also wir machen heute wirklich bloß erstmal Motor, sprich Vergaser raus, Kühler raus. Und hast du nie gesehen, dann gibt's das nicht. Und das müssten jetzt, wenn ich mich nicht ganz irre, noch die Sitze sein. Also müssten, kann ja bloß noch die Sitze sein. Ja, ist in der Tat richtig. Die fallen in sich zusammen. So, ich habe euch jetzt das Auspacken einfach mal gezeigt, dass man einfach mal eine kleine Übersicht hat, was wir jetzt eigentlich alles da haben und was nicht. So, den baue ich aber schon direkt ein, weil der ist cool. Aber nur wenn er oben sitzt, den kann man sowohl als hier unten hinsetzen. Aber unten ist scheiße, weil das sitzt da vor der Gamma-Anzeige. In dem Fall setze ich ihn oben hin. Beziehungsweise wenn er sich da oben hinsetzen lässt. So. Damit sieht das nämlich schick aus. Er hat eine Schraube der Größe 5. Machen wir fest. Hier machen wir mal auf. Warte mal gucken, wie sieht es eigentlich mit dem Öl aus. Ist noch okay, ist auch noch okay Altöl drauf. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, nehmen wir uns den Schraubenzieher, machen den die Schläuche wieder locker, die wir erst vor 3 Wochen festgemacht haben. So, die 2 Schläuche machen wir raus. Die lassen wir dran, weil der stört uns ja nicht. Da sehen wir uns einen 7er. Einen 7er Schlüssel bzw. einen 7er Ratsche. Machen die 4 Schrauben wieder locker und dann. So. So, genauso wie wir das Ding halt locker gemacht haben, machen wir es halt auch wieder fest.
So, ganz, ganz wichtig, wieder Kühlwasser auffüllen. Ach, belastend und ich habe keinen weiteren Kanister hier. Zum kurzen Vorzeigetrick, dann später wird es ja, denke ich, reichen. So, jetzt nehmen wir uns einen 8er Schlüssel, also beziehungsweise 8er Nuss. Und machen das ja gleich alles locker. Am ersten Krümmer locker. Na, zack, jetzt. Du blöder Hund, jetzt kommt doch her. Ach, dann halt nie. Mein Gott. So, machen wir einen Vergaser kleiner locker. Der hat genauso wie der alt auch seine vier Schrauben der Größe 8 beziehungsweise Muttern. Dann beim Krümmer dasselbe Spiel, bloß dass der eine Mutter mehr hat. So, jetzt nehmen wir uns einen Siemer. Machen den Auspuff wieder locker. Also den alten Auspuff. Jetzt sind die Schrauben von dem Rohr in den neuen Krümmer reingeklitscht, weil die nicht zusammenpassen. Hallo. So, jetzt müsste die hier hinten noch locker und dann müsste der eigentlich abfallen. Ja. So. Machen wir die Sau hier hinten noch kleiner locker. Und das wieder fest und das wieder fest. Dann machen wir die Schwungscheibe, die bauen wir noch ein. Dazu brauchen wir, was brauchen wir da? Dazu brauchen wir das? Nee, warte mal. Kurz überlegen. Sechser? War das Sechser? Nee, war Siemer. So, machen wir das hier. Machen wir die vier Schrauben hier los. Hoffe ich zumindest, dass das so funktioniert. Und versuche einfach mal die Kupplung rauszuschrauben und dann anschließend das Flywheel. So, dann kann man das hier nämlich. Und das sollte man es drehen können. Hallo? Den Gearstick hier vorne noch abnehmen. Sich dann drehen lässt. Das ist ziemlich unsicher. Ah, jetzt lässt sich's drehen. Ah, so, nehmen wir das Ding raus. Jetzt nehmen wir uns einen Siemer-Schlüssel und versuchen, die Schrauben hier locker zu machen. Hoffentlich. Die sieht man auch richtig geil, ne? Muss ich schon mal ganz ehrlich zugeben. Die sieht man ja richtig geil.
Ach, es geht doch aus. Sie ist da. Profi halt. Einfach Profi. So, dann müssen wir es festschrauben. So, wie viele Schrauben sind das jetzt? Mal so ganz dumm. Ich habe das gar nicht so mitgezählt jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs Schrauben. Gott. So, jetzt. So, was machen wir? Das Teil wieder fest. So. Ja. Jetzt haben wir alles eigentlich soweit fest, was vom Motor her fest sein müsste. Starten wir einfach mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob es Bumm macht. Warte, Schock ziehen. Hä? Irgendwie macht's gar nicht. Ist auch nicht schlecht. Mensch. Das hört mich gerade gar nicht, was die sagt. Das ist gerade viel mehr, warum das Auto nicht anspringt. Sind Kerzen runter? Kein Sprit oder was ist falsch? Ah. Aha, geht doch. Ui, ja. Der ist ja viel zu hoch eingestellt. Naja, lass mal schon mal Schock drin, dass der schon mal ein bisschen warm wird. So. Aber. Fakt ist, die Karre funktioniert erstmal. Testen werden wir die nächste Woche. Also wenn das Video hoffentlich nächste Woche kommt, dann werden wir den ganzen anderen Schrutz, den wir nachher einbauen, also die Motorhaube drauf, und dann noch ein bisschen hier dieses Plastikgelümpe drauf. Ich werde in der Zwischenzeit die Falken schon beziehen lassen mit Reifen, ne? Dass diese alten Dinger hier runterkommen, dann werde ich auch die Schmutzlappen wieder abbauen, weil die passen dann nicht zusammen. Also hier Plastikgelumpe dran und diese Schmutzlappen dran, das passt einfach nicht. Vom optischen her. Und ja, damit haben wir den ganzen Kladderadatsch für die Folge erstmal geschafft. Ich hoffe, wir sehen uns alle zur nächsten Folge wieder. Und demzufolge würde ich mich für ein Abo und ein Like bedanken und freuen und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Also, ciao, ciao.